Was erreicht man in FC 25 ohne FC Points? Tag Nummer 2. Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal, Freunde. Und vielen Dank für das großartige Feedback auf die erste Folge. Falls ihr die verpasst habt, checkt die unbedingt vorher nochmal ab. Denn in der letzten Folge ist schon direkt so viel passiert. Wir sehen direkt rechts oben, wir stehen bei fast 40.000 Münzen. Nach der ersten Folge ist das auf jeden Fall überragend. Und natürlich war ich direkt fleißig nach der ersten Folge und habe noch so ein bisschen gecrunched. Jetzt nichts, was großartig für euch interessant wäre, aber ich habe unter anderem die Moments-Sterne geholt. Da werde ich auf jeden Fall gleich drauf eingehen. Ansonsten starten wir heute mal wieder rein mit dem Vorschau-Pack, weil das war in der letzten Folge ja eine absolute 10 von 10. Kannst du dir nicht ausdenken, was ich da für Packluck hatte. Und damit war es das auch schon wieder mit den Shop-Packs. Darum soll es heute nicht gehen. Wir werden aber im Video sehr viele Packs öffnen. Also keine Sorge, auch wenn wir hier keine Shop-Packs öffnen, was natürlich absolut nicht sein muss, werden wir heute trotzdem einiges an Packs sehen. Denn wir sehen hier bei den Meilensteinen 19 neue Sachen abgeschlossen. Klar, diese Stadion-Dinger, die muss ich mal noch abholen. Aber ich glaube, ja, hier unten habe ich bei den Moments-Sachen bis Profi alles erledigt. Ansonsten brauche ich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Stuff. Das heißt, höher geratete Teams. Und hier haben wir auch ja noch ein bisschen was abgeschlossen. Das heißt, ich hole das Zeug jetzt hier erstmal alles ab. Das können wir zum Start der Folge ziehen. Dann werden wir in den Moments-Modus gehen und die Packs mitnehmen. Und dann werden wir heute die fortgeschrittenen SBCs, womöglich fast alle, abschließen. Wir werden die Top-Partien abschließen, weil die sind eigentlich auch immer eine ganz gute Sache. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Ansonsten habt ihr mir bei der letzten Folge auch Vorschläge geschrieben für das Evo-Team, was ihr da ändern würdet, weil ja, da war die ein oder andere Karte, die ihr gerne ausgetauscht hättet. Zum Beispiel Duranville haben die allermeisten Dortmund-Fans geschrieben, dass Bino Gittens das definitiv größere Talent beim BVB ist. Ich meinte ja in der letzten Folge, dass ich eigentlich maximal Silberspieler dafür berücksichtigen will, aber ja, Bino Gittens hat eine 75, von daher kann man da vielleicht auch nochmal ein Auge zudrücken. Ist auf jeden Fall schon nochmal eine deutlich heftigere Karte als Duranville und das wird sehr, sehr cool. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da können wir auch relativ bald loslegen mit den Evos. Ich glaube, da kam auch schon wieder neue Sachen raus. Torjagd? Nee. Okay, bislang gibt es bei mir nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ah doch, Evolutions und kosmetische Sachen. Ah, okay. Was auch immer. Dieses Rechtsverteidiger-Ding ist ja eigentlich eine normale Evo. Naja, whatever, Freunde. Wir fuchsen uns hier rein und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins erste kleine Pack-Opening des Videos, bevor wir dann gleich zwei tradable 50k-Packs öffnen werden aus den Moments-Sternen. Das ist übel nice, dass man da die Chance hat, das mitzunehmen. Das werde ich euch aber dann gleich auch nochmal zeigen. Für die Leute, die keine Ahnung haben, wie man da rankommt, werde ich das gleich nochmal erklären. Jetzt werden wir erstmal ein paar Bronze- und Silber-Packs ballern. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Video heute auch wieder gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Der Mann sieht auch sehr, sehr stark aus. Ist auch erst 23 Jahre jung. Aber die meisten Karten aus meinem Evo-Team sind sogar noch jünger und deshalb lassen wir den erstmal liegen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die paar Packs und hoffen da wieder auf unverschämt gutes Packluck, Freunde. Ansonsten wollte ich noch so ein bisschen auf den Upload-Plan eingehen. Die RTG-Folgen werden ab sofort wieder wahrscheinlich am Start von FC25 sogar viermal die Woche kommen. Sonst wie letztes Jahr dreimal die Woche, aber zum Start von FC25 wahrscheinlich viermal die Woche. Und wir ziehen hier Argentinien ZDM. Ist es dieser Rodriguez? Ich glaube ja. Ist okay, hat eine 83, soweit ich weiß. Stabiles Pack, sogar mit Waschbär. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf die nächste Zeit. Ansonsten checkt gerne auch meinen Karrieremodus-Kanal ab. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kamen auch schon die ersten Folgen online. Kam auf jeden Fall auch sehr, sehr gut bei euch an. Falls ihr da Interesse an Karrieremodus-Videos habt, checkt den Kanal ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, die Packs, die wir hier gerade ziehen, sind jetzt nicht allzu spektakulär, aber wir füllen immerhin den Verein mit ein paar Goldkarten, haben jetzt hier noch ein 7,5k-Pack und wir ziehen sogar einen Tunnler, allerdings keinen Walkout. Frankreich Innenverteidiger, Saudi League, ist wahrscheinlich Simacon, der dorthin gewechselt ist. So ist es. Sieht sogar solide aus. Und den Mann packen wir damit auf den SBC-Speicher. Und damit sind wir erstmal durch. Und damit kommen wir zum Moments
Modus. Was habe ich hier denn Schönes erledigt? Ich sehe gerade, Squad Battle Rewards sind auch am Start. Die habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe nämlich 120 Moments Sterne erspielt. Ich habe einmal diese Grundlagen komplett durchgeballert. Bei den Meilensteinen bin ich bis zu 17 gekommen, konnte da dann aber nicht mehr weiterspielen, weil man halt ab irgendwann noch ein 83er Team braucht und so weit bin ich noch nicht. Bei Ultimativ muss man dann noch höher bewertetes Team haben. Die World Tour könnt ihr allerdings sehr entspannt abschließen und euch bis zu 72 Sterne holen. Wichtig ist aber eigentlich nur, dass ihr euch 120 Sterne holt, denn dadurch bekommt ihr zwei tradable 50k Packs. Der andere Stuff ist nämlich, soweit ich weiß, nicht tradable. Das 50k Pack hier ist es allerdings und davon können wir jetzt zwei öffnen, indem wir hier 60 Sterne ausgeben. Kein Walkout im Pack Nummer 1, kann aber trotzdem gönnen. Bundesliga ZM Spanien. Oh, Alex Garcia von Leverkusen, kann das sein? Ich glaube, der hat eine 84. Ah, ich hoffe, dahinter ist noch ein bisschen Stuff. Auf den ersten Blick sieht das nicht danach aus. Kostet der Mann was? Er sieht solide aus, sagen wir es mal so. Solide reicht aber nicht dafür aus, um jetzt hier richtig viele Münzen nach Hause zu bringen. Willi Orban kostet auch nichts. Immobile kostet nichts. Kostet der Mann vielleicht ein bisschen was? Eventuell. Ich würde sagen, wir packen erstmal alles auf die Transferliste. Aber, na, da bin ich eher enttäuscht von dem ersten 50k-Pack. Da habe ich mir mehr erhofft. Aber wir haben ja noch ein zweites 50k-Pack. Komm schon, Junge. Gib mir eine Icon, gib mir ein Hero. Oh, warte mal kurz. Ah, ich dachte kurz, das ist was. ZDM Portugal. Oh nee, Ruben Neves? Ach, Digga, das ist ja auch wirklich nicht gut. Was hat er für ein Rating? Wahrscheinlich weniger als letztes Jahr. Nee, auch wieder eine 84. Komm, dahinter irgendwelche OP-Spieler wie Rashford. Oh, Inform. Laporte. Ja, ansonsten war es es auch schon wieder. Simon Enesiri. Nee, von denen kostet keiner was. Ruben Neves. Ja gut, der Inform rettet das Ganze. Der rettet das Ganze, wirklich. Wird jetzt zum Start von FC 25 wahrscheinlich auch nicht super viel kosten, aber immerhin bringt der mindestens 10k durchs Discarden. Also wir machen definitiv ein paar Coins. Die Welt war es jetzt allerdings nicht, ist aber in Ordnung. Man kann nicht immer lacken. In der letzten Folge haben wir unverschämt reingelackt, deshalb man kann nicht immer lacken. Und damit geht es direkt weiter im Pack Opening Programm mit den Squad Battle Rewards. Da bin ich am Ende des Tages leider nur in Silber 1 gelandet. Liegt einfach daran, dass ich alle meine Spiele auf Neuling gespielt habe, um diese, keine Ahnung was, wie vielen Tore zu holen. Und dementsprechend sind die Rewards jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir versuchen auch hier unser Bestes. Drei Packs sind es insgesamt. Jordi Alba, okay, der sah auch schon mal besser aus. Aber für eine Non-Rare-Karte gar nicht mal so bad. Ich nehme die auch einfach alle mit. Wir müssen das alles abchecken. Manager kann man eigentlich immer in den Verein packen. Und den Rest des Karten wir. Weiter geht's. 2 3x75+-Packs. Okay, wir haben einen Tunnel. Es ist ein Walkout. Let's go. Stürmer. Oh mein Gott, nein. Ja, let's go. Das kann nicht wahr sein. Wir ziehen einen ist das tradable? Wir ziehen Heung-Min-Son. Das kann nicht sein, Freunde. Das kann nicht sein. Es ist schon wieder zu wild, was hier abgeht. Freunde, wenn ihr auch Packluck haben möchtet, dann drückt jetzt auf Abonnieren, weil hier auf dem Kanal ist Packluck garantiert. Freunde, habt ihr gewusst, dass mehr als die Hälfte meiner Zuschauer meine Videos schauen, aber meinen Kanal noch nicht abonniert haben? Klicke jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren, um meinen Traum von 1 Million Abonnenten zu unterstützen. Wir ziehen einen hoffentlich tradable, wenn nicht, ist auch echt stark, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es tradable ist. Heung-Min-Son tradable. Nein, es ist der Wahnsinn. Wir haben noch einen Rafael Varane, okay, der kostet nichts mehr. Ricardo Horta, ich glaube, der kostet sogar über 200. Das wäre brutal. Digga, der kostet über 300.000 Münzen. Ey, wir haben einfach schon quasi die Coins ready fürs erste Weekend League Team und die Weekend League fängt erst in 2 Wochen an. Wir werden mit einem absoluten Brett-Weekend-League-Team reinstarten. Es ist der Wahnsinn. Die Frage ist, was mache ich mit dem? Ey, mir wird auch über in die Kommentare geschrieben oder ich werde auf Insta gefragt, soll ich den behalten oder verkaufen? Soll ich den behalten oder verkaufen? Jetzt weiß ich selber nicht, was ich machen soll. Wir gehen erstmal rein ins zweite Pack. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. 3x75+ und wir ziehen
Son. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ich denke, dass wenn wir alles verkaufen, sind wir gut und gerne bei Richtung 400.000 Münzen. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt checken wir den Preis nochmal richtig ab. Er kostet 300? 311? Okay, er kostet knapp über 300.000 Münzen. Das Ding ist, der wird halt in-game auch ultra stark sein. Forster Skills, 5-Star Weakfoot, wieder der Finesse-Shot-Playstyle. Hat sogar einen Plus-Plus-Stoßsturm-Profi. Das ist, glaube ich, sogar eins der besten, die man haben kann, wenn ich mich nicht täusche. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was mache ich mit Heung-Min Son? Soll ich ihn lieber verkaufen oder soll ich ihn zocken? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das Ding ist, wenn wir den verkaufen, hätten wir echt viel Budget für ein echt sehr, sehr cooles Team. Es ist unfassbar, was hier schon wieder passiert. Und damit können wir uns, glaube ich, hier noch einen Player-Pick abholen. Ein, ja, 75-Plus-Pick. Der erste Player-Pick in FC25. Und wo ist das Ding? Da ist das Ding. Wir gehen rein. Dauert ja unnormal lange, bis das aufgeht. Und ziehen Däbritz mit einer 84. Ist solide, würde ich sagen. Und damit geht's weiter in die SBCs. Wir werden heute einiges abschließen. Ich muss aber erstmal noch die Grundlagen machen. Und das, ja, mache ich mal schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 6,5 Stunden später. So, ich habe die Grundlagen abgeschlossen. Dafür bekommen wir insgesamt sogar noch so ein 2-Spieler-Pack. Mal schauen, was wird. Was wird? Vielleicht ziehen wir da sogar noch mal was. Also, wenn man aus einem 3x75 plus einen Son rausholt, dann halte ich hier heute für nichts für unwahrscheinlich. Also, es ist schon wieder unglaublich. ZOM England? Warte mal, wer ist das? Ah, Etzer. Ja, der kostet sogar einen Ticken was. Hatten wir, glaube ich, sogar in der letzten Folge tradable gezogen. Ansonsten, ja, können wir erstmal unseren SBC-Stapel voll machen. Da gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwelche Karten abzustoßen. Ist aber einfach noch Gewohnheit aus dem letzten Jahr. Und damit gehen wir rein. Was werde ich heute abschließen? Es gibt hier wieder ein paar nice SBCs. Haaland ist natürlich viel zu teuer, auch wenn er einen Monat läuft, aber ich will den definitiv nicht haben. Ansonsten Danjuma sieht ganz cool aus, genauso wie David Alaba, aber die werde ich alle erstmal liegen lassen. Team of the Week Deko Evo ist kompletter Quatsch. Ansonsten Gold Upgrade, ja, ist der Klassiker. Uns geht es hier um die Top-Partien. Bei dem Pack hier bin ich mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob sich das so mega lohnt. Ja, ist halt nicht tradable, ne? Aber die Top-Partien, ihr wisst es, die habe ich letztes Jahr am Anfang auch immer mitgenommen. Und dadurch, dass das eine der wenigen Packs sind, die noch tradable sind, muss man die immer mitnehmen. Wir merken uns jetzt einfach mal, wir haben 41.000 Münzen und schauen mal, wie viel wir ausgeben und wie viel wir dann am Ende hier rausholen. Man kann davon aber auch sehr, sehr viel immer aus dem Verein abschließen, was eine sehr, sehr nice Sache ist. So, Freunde, hier bin ich wieder. Ich bin fertig mit den Top-Partien. Ich war ungefähr bei 41.000 Münzen, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, aber müssten 41.000 gewesen sein. Und die Top-Partien sind abgeschlossen. Ausgegeben habe ich knapp 5.000 Münzen, habe ein paar Spieler aus dem Verein verwendet, aber auch ein paar gekauft. Laut Footbin kostet die SBC 16.000, also habe ich mir über 10.000 sozusagen gespart und jetzt müssen wir hier die 5.000, die wir reingegeben haben, auch wieder irgendwie reinholen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann würde ich sagen, öffnen wir die Packs der Reihenfolge nach von schlechtester zu bester. Starten rein mit einem Tunnel. Es ist kein Walkout, aber ZM Frankreich, Premier League, Dali, kann das sein? Ja, safe, das ist diese Dali, 82, kann das sein? So ist es. Boah, sieht nicht so schlecht aus. Ich habe die Karten von eben auch noch nicht verkauft, deshalb, ich packe einfach jetzt alles auf die Transferliste und wenn ich mit den Top-Partien durch bin, werde ich erstmal alles verkaufen und abchecken, was bei rumkommt. Und dann würde ich sagen, können wir reingehen in die fortgeschrittenen SBCs. Wir haben den nächsten Tunnel am Start. ZM Deutschland. Okay, das könnte 84er Däbritz sein. Ich glaube ja. Oder ist es dieses Mal Marocan? Es ist dieses Mal Marocan. Schade. Die ist ein bisschen niedriger geratet. Buchmann auch am Start. Kostet der eigentlich was? Wow, der kostet sogar wirklich was. Weil den wahrscheinlich auch viele Leute gerne für eine Evo benutzen würden, weil das halt ein junges Talent vom FC Bayern München ist. Nice, feier ich. Weiter geht's mit dem kleinen Prime Gold Profi Pack. Es ist wieder ein Tunnel. Es ist aber kein Walkout. Rechtsverteidiger Argentinien, La Liga, entweder Feuf oder Molina. Ja, okay. Je nach, es ist egal, wer rauskommt. Beide sind nicht besonders teuer. Trotzdem sollte man auch alleine durchs Discarden von den Packs diese 5000 Münzen, die ich reingesteckt habe, easy wieder rausholen. Und damit haben wir noch einen Prime
heimgemischte Profi-Pack. Da haben wir einen Talia Fico. Der kostet leider auch nicht sonderlich viel. Also Stand jetzt haben wir wirklich nichts Weltbewegendes gezogen. Habe ich jetzt aber auch nicht unbedingt erwartet. Aber das Premium-Gold-Profi-Pack, was man hier fürs komplette Abschließen bekommt, das kann gönnen. Ohne Spaß. Das kann, muss aber nicht. Es ist kein Walkout. Innenverteidiger, Spanien, La Liga. Fällt mir jetzt spontan niemand ein, der überragend wäre. Von Atletico Madrid. Oh, Le Normand. Naja, ist ein bisschen langsam. Hat immerhin eine 83, aber sollte nicht viel kosten. Und auch dahinter haben wir nichts, was jetzt mega viel Wert einbringt. Also, da war das Packlack jetzt nur bedingt am Start. War jetzt leider keine überragende Karte mit dabei. Und damit sind wir fast bei 100 Karten auf der Transferliste. Und ich würde sagen, die verkaufe ich alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis auf Son, den werde ich nicht verkaufen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich mit dem machen soll. So, Freunde, hier bin ich wieder. Shop wird aktualisiert. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte zu den Transfers. Wir sehen, ich bin bei über 80.000 Münzen. Das ist überragend. Es ist sehr viel verkauft worden. Die ein oder andere Karte sogar für mehr, als ich gedacht hätte. Gerade so Non-Rack-Karten darf man echt nicht unterschätzen. Die ein oder andere Silberkarte. Paar einfach für 1.500. Das ist sehr, sehr nice. Und wir haben sogar noch ein bisschen was auf der Transferliste. Also das läuft sehr, sehr gut. Und dementsprechend sind wir da sehr gut aufgestellt. Ich weiß echt noch nicht, was ich mit Son machen werde, aber das ist jetzt erstmal auch nicht super schlimm, den zu behalten. Und ich bin noch auf die Kommentare von euch aus der letzten Folge eingegangen, weil ich will ja ein Bundesliga-Future-Star-Team dieses Jahr in FC 25 entwickeln. Und ihr habt mir ein paar Gegenvorschläge für bestimmte Vereine geschrieben. Gladbach-Fans waren nicht so begeistert darüber, dass ich Skelly genommen habe. Da meinten alle, ich soll entweder Luca Netz oder Rocco Reitz nehmen und ich habe mich jetzt für Reitz entschieden. Ansonsten Bino Gittens waren die meisten Dortmund-Fans für, dass der eher reinkommt, stand Duran Will, ist halt dann die zweite Goldcard neben Tell, aber ist dann auch nicht so schlimm. Dann meinten alle, Vidovic, der ist ja eh nur von Bayern ausgeliehen, deswegen Paul Nebel aus den eigenen Reihen und Ex-Karlsruher. Dementsprechend, der gute Paul muss auf jeden Fall hier rein. Viele haben auch geschrieben, Bischof muss rein. Der ist U19, Kapitän der Nationalmannschaft statt ihm hier am Start. Und ja, dann gab es noch den Vorschlag, Treu statt Wagner. Können wir auch machen. Im Endeffekt, ja, wird der Fokus wahrscheinlich auf der Startelf liegen. Aber das Coole ist bei dem Treu, dass man den auch als Rechtsverteidiger zocken kann. Und der Oermann, der ist normalerweise Innenverteidiger und ein 87 groß, da würde ich tatsächlich sogar Treu in die Startelf packen. Finde ich sehr, sehr nice aus. Einzige, was ich noch überlegt hatte, war statt Usun von Eintracht Ekitike. Ich kann den bis heute nicht aussprechen. Ich weiß, wie er geschrieben wird. Ich weiß, wie er heißt, aber ich finde, das ist so ein Zungenbrecher. Hugo Ekitike. Ja, da habe ich auch noch überlegt, den eventuell statt Usun zu nehmen, weil der halt auch sehr jung ist. Aber Usun ist halt dann doch nochmal so ein Top-Talent, wie ich finde. Da bin ich hin und her gerissen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Usun oder Ekitike. Ja, das wäre noch was, was man sich überlegen könnte. Ansonsten bin ich hier wirklich mit dem Team sehr, sehr zufrieden. Wenn wir das saftig entwickeln, dann könnte das wirklich ein absolutes Banger-Team werden. Paredes habe ich noch von Wolfsburg genommen. Da hatte ich vorher diesen Griechen. Da meintet ihr, dass der schon länger beim Verein ist und ein absolutes Top-Talent. Und ja, beim VfB wollte ich einfach Nick nehmen, weil Nick ist ein Macher und deshalb muss der am Start sein. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Team. Sieht sehr, sehr nice aus. So, Freunde, damit geht's weiter im Programm. Mit 81.000 Münzen ist es endlich soweit. Wir werden jetzt die fortgeschrittenen SBCs anfangen. Und ja, die wurden gut gedowngraded im Vergleich zum letzten Jahr leider. Es gibt leider keine 100 K-Packs mehr daraus. Trotzdem ist es jedes Jahr ein absolutes Must-Have, diese SBCs abzuschließen. Und deshalb würde ich sagen, investieren wir jetzt unsere Coins für diese SBCs. Ob das dann so mega sich lohnen wird, ist eine andere Frage. Müssen da halt auch wirklich gut was an Coins für ausgeben. Aber ich meine, ich liebe das und ihr liebt das sowieso auch. Und deshalb, wir fangen an mit Liga Nation Hybrid. So, Freunde, ich bin endlich fertig. Ich habe jetzt fast, weiß nicht, ein bisschen länger als 15 Minuten für diese 4 SBCs gebraucht. Ich habe auch schon so eine Einstellung geändert, die das Menü schneller machen soll. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Aber ich finde es immer noch zu langsam. Ich kann euch das mal ganz kurz noch zeigen. Falls ihr auch Probleme habt mit dem Menü, dass das alles nicht so flüssig läuft. Ich habe das bei mir geändert. Es läuft definitiv ein Ticken flüssiger. Super flüssig finde ich es trotzdem nicht. Ihr müsst hier auf Spieleinstellung gehen und dann runter scrollen bis zu hier. Reaktionsmodifikator und den müsst ihr auf Ausstellen. Dann soll das Menü besser laufen. Ja, es läuft besser.
Es läuft definitiv besser, es läuft aber auch nicht super flüssig, muss ich sagen. Und damit sind wir ready fürs erste fortgeschrittene SBC Pack Opening. Ligen, Nation, Hybrid, wir öffnen von den schlechten Packs bis hin zu den besten. Und wir starten mit einem Tundler mit keinem Walkout, ZM Norwegen. Sollte die gute Jensen sein, soweit ich weiß? Oder nee? Egal, bin mir nicht sicher. Ist es Jensen? Es ist Manum. Hätte ich wissen müssen, die kennen wir doch noch aus dem letzten Jahr. Wir müssen jetzt dran denken. Das ganze Ding ist hier Untrade. Oh mein Gott, wir haben EKTK First Owner. Ist das ein Zeichen, dass wir den zocken sollen statt Usun? Schreibt es mir in die Kommentare. EKTK oder Usun? Der Mann hat halt auch noch die Forster Skills. Würde ich schon feiern. Aber Usun ist halt auch nice. Ich bin mir unsicher. Weiter geht's. Premium Gold Profi Pack. Komm schon. Wir gehen rein. Es ist ein Tunnel. Es ist kein Walkout. Es ist ein französischer ZDM aus der Premier League. Und zwar von Aston Villa. Kamara, kann das sein? Ja, so ist es. Ich glaube, den habe ich sogar auch schon. Also das Pack dementsprechend jetzt auch nicht der absolute Burner. Können wir auch wieder auf den untauschbaren Stapel packen, den man ja in SBCs dann anwenden kann. Und damit haben wir ein 35k-Pack und zwei 55k-Packs. Wir gehen rein. Nose Pack für Packluck. Wir haben... ist leider wieder kein Walkout. ZDM, Niederlande. Okay, das können wir skippen. Das ist the one and only 83er Bitze. Gefühlt die einzige Karte aus der Liga. Und dahinter sehe ich jetzt auch keine Karten, die die Welt kosten, leider. Also bislang ist das Packluck noch nicht am Start. Aber wir haben natürlich noch einige fortgeschrittene Packs in diesem Video vor uns. Darunter diese zwei 55k-Packs. Wir gehen wieder rein. Pack Nummer 1. Komm schon, Junge. Wieder kein Walkout. Ein Innenverteidiger aus Spanien. Oder das kann doch schon wieder nichts sein. La Liga, Spanien, Innenverteidiger. Es ist wieder Le Normand. Ja, es ist wieder die gleiche Karte wie eben. Locatelli noch am Start. Mario Götze, Paredes. Ja, leider nicht Irene Paredes. Die hätte ich nochmal lieber gezogen. Also auch das Pack war leider nicht gut. Komm schon, wir müssen wenigstens aus allen SBCs eine gute Karte ziehen. Wir haben hier sonst echt auch einiges an Münzen drin versenkt. Ich meine, das Risiko geht man halt ein, aber man kann halt oft auch was Besseres rausholen. Aber auch hier kommt kein Walkout. Das ist Coman. Den habe ich direkt erkannt. Ich weiß nicht wieso, aber den habe ich direkt erkannt und der ist eigentlich ganz nice. Also das ist ein guter Pull. Den kann man safe am Anfang zocken. Der sieht echt stark aus. 89 Tempo, 87 Tripling. Ich bin eh ein Coman-Fan. Feiere ich die Karte. Digga, der hat sogar feister Skills dieses Jahr. Hey, das ist ultra nice. Ey, mit dem bin ich super zufrieden. Kostet der was? Ja. Um die 15.000. Damit eigentlich das rausgeholt, was wir reingesteckt haben. Ravenberg und Tyrann. Ja. Shadow Hunter. Super Sache. Zum Abschluss dann doch nochmal reingelackt. Richtig, richtig gut. Sauber. Der war nochmal wichtig. Ich würde am liebsten einen Mattis Tail First Owner ziehen, damit wir den dann in die Evo packen können. Das wäre super nice. Deshalb, wir gehen rein in die nächsten SBCs. Und dieses Mal wird Hybrid liegen. Ich schließe alles ab. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Wieder gute 15 Minuten später, die nächsten fortgeschrittenen SBCs wurden erledigt. Der Mann, er tut ein bisschen weh, den abzugeben. Der hat auf jeden Fall gut geackert in der ersten Folge für die 250 Tore und 400 Vorlagen. Den geben wir jetzt ab, genauso wie Anthony und Fabinho für die letzte SBC der Hybrid Ligen. Schauen wir mal, ob die besser sind, weil die Hybrid Nationen, Ligen, Dingens, die waren es nicht. Die waren es wirklich nicht. Wir haben zwar einen Kingsley Coman gezogen, aber ich gehe mal davon aus, das geht auf jeden Fall besser, oder? Wir checken das Ding ab. Wir haben wieder 5 Packs am Start und hoffen auf einen weiteren Walkout. Deutschland, RM, Frauenbundesliga. Während ich die SBCs gemacht habe, habe ich ein paar Kommentare gelesen und was ich ziemlich kurios finde, einer hat mir in die Kommentare geschrieben, ey, du hast deine Squad Battle Rewards echt komplett in den Sand gesetzt. Du hättest auch einfach die ganze Zeit gegen das Team of the Week spielen können und deine 400 Vorlagen machen können. Dann hättest du Squad Battles nicht gewastet. Genau deshalb bin ich aber in Silber 1 gekommen, weil ich das nicht gemacht habe und ich ziehe einfach aus meinen Squad Battle Rewards Silber 1, Heung-Min Son. Das war einfach Schicksal, wirklich. Es ist zu krass. Und ich finde auch diese Kommentare immer kurios, die sagen, Alter, der Typ hat so einen EA-Vertrag. Freunde, ich mache hier gerade Anti-Werbung für FC-Points. Komplette Jahr über in dieser Serie. Warum sollte mir EA den besseren Account geben, indem ich sage, ladet keine FC-Points auf? Das ergibt gar keinen Sinn. Wen haben wir diesmal am Start? Boah, Legende. Thomas Müller ist mit dabei. Ich habe ganz kurz mal an einen Leroy Sané gedacht für ein Rating 85. Das wäre auch ein Brett. Der sieht nämlich auch richtig stark aus, der Sané. Aber ein Thomas Müller-Abi ist eine super Sache. Und ein Inform noch dahinter. Damit hat sich auch das Ding schon mal gelohnt. Das ist sehr, sehr nice. Den Inform, den wir übrigens gezogen hatten, den habe ich discarded.
geschadet. Aktuell braucht man ja noch keine Informs. Hätte man auch speichern können, aber ich wollte die Coins mitnehmen. Aber den Untrade-Inform, den werden wir früher oder später auf jeden Fall gebrauchen können. Damit geht's weiter. Mega-Pack ist am Start. Komm schon. Was ist diesmal drin? Wieder kein Walkout, aber ein spanischer Hüter aus der Premier League. 83er David Raya müsste das sein. Ja, ist okay, aber ist jetzt nicht die Welt, ne? Dahinter haben wir noch Kudus, der solide aussieht. Forster Skills. Würde der rein theoretisch was kosten? Tatsächlich. Ah, der kostet sogar 5.000, 6.000. Dadurch, dass er ziemlich schnell ist und Forster Skills hat und halt in der Premier League spielt. Ja, war okay dadurch. War dadurch halbwegs okay. Aber ich habe noch Hoffnung auf noch besseres Packluck im 50k-Pack vielleicht. Wieder kein Walkout. ZDM, Portugal. Okay, es ist wieder Ruben Neves, den wir eben schon gezogen haben mit seiner 84er-Karte. Aber auch hier ist wieder ein Inform mit dabei. Das ist stark. Warte mal. Reece James, kostet der vielleicht was? Ein bisschen. Aber der ist einfach viel zu langsam. Malcolm, ja, ist okay. Der Rest ist auch wieder nicht so atemberaubend. Also die fortgeschrittenen SBCs wurden dieses Jahr unfassbar genervt, habe ich das Gefühl. Und damit gehen wir rein ins 55k-Pack. Und auch hier ist kein Walkout drin. Stürmer, Spanien, La Liga, loslassen. Also bei Stürmer, Spanien, La Liga, direkt loslassen. Iago, Aspas und eine Menge unbrauchbare Karten. Damit haben wir noch eine letzte Chance aus den letzten fortgeschrittenen SBCs, die Hybrid liegen, sollten noch ausstehen. Vielleicht holen wir uns darüber jetzt nochmal was. Hybrid-Nationen sind's. Sorry. So, wir sind angekommen bei der letzten SBC der fortgeschrittenen SBCs. Ich habe jetzt, ja, um die 50.000 ausgegeben insgesamt. Vielleicht ein Ticken mehr. Das ist in Ordnung für alle fortgeschrittenen SBCs, sage ich mal. Man muss das Risiko halt auch irgendwo eingehen. Aber ich erhoffe mir jetzt aus den letzten Packs schon nochmal was. Weil insgesamt waren die schon sehr, sehr enttäuschend. Kein einziger Walkout oder irgendwas in die Richtung aus den fortgeschrittenen Packs. Da geht definitiv mehr. Mit einem Command bin ich zufrieden. Das hier ist Sadio Mané, glaube ich. Auch okay. Aber ja, man erwartet da schon so ein bisschen mehr dafür, dass man hier direkt zum Start seine wohlverdienten 50.000 Münzen reinbrettert. Weiß nicht, ob so ein Sadio Mané was kostet. Aber nice Positionen und er kostet nix. Ist okay. Packen wir alles in den Verein. Es wäre echt cool. Würden wir noch irgendwie First Owner Karten für unser Evo-Team ziehen. Das wäre sehr, sehr nice. Aber ist natürlich auch schwierig. Gold Profi Pack. Da bekommen wir nicht mal den Tunnel angezeigt. Ja, schauen wir mal, was wird. Ferguson, den kennen wir doch alle noch aus dem letzten FC-Jahr. Der war im Best of Ultimate Team und hat jetzt eine überragende 79er-Karte. Was ist das denn? Weiter geht's. 45k-Pack. Das ist es, Freunde. Ich weiß einfach, das ist es. Was ist das? Was ist das, ein Inform? Icon? Was?